So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen mit Hannes. Hannes ist am Start, weil Hannes ist zu Besuch und wir wollen alle Tagi-Sorten testen, die ich hier habe. Tagi, der gehypteste Chip der Welt, der die meisten Leute dennoch enttäuscht. Die ganzen Influencer sagen, ist mega geil, aber wir denken mal, dass das alles nur Lug und Trug ist. Ob da wirklich einer dabei ist, der mega scharf ist oder wirklich lecker, das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben beim letzten Mal diese Queso Vulcano probiert. Das war jetzt nicht so der Bringer, die waren jetzt nicht wirklich scharf, die haben ein bisschen nach Käse geschmeckt. Gibt es genügend andere Alternativen, die auch nach Käse schmecken, so müssen keine Tagi sein für einen teuren Preis. Tüte war aber schon aufgerissen, Adi hat die irgendwann mal aufgemacht, also die Katze, deswegen war die schon ein bisschen eingetrocknet und nicht wirklich die Wucht. Jetzt, heute haben wir Tagis Guacamole. Da haben manche gesagt, das ist so eine besondere Sorte. Oh mein Gott, die sind ja so gefragt, dass Guacamole aber scharf sein kann. Das müsste ja jetzt auch wieder was sein, was, naja, nichts für uns ist. Hier ist auch ein Thermometer dran, da steht nur mild. Sind also auch keine scharfen Tagi, es ist eine milde Sorte. Aber ich bin gespannt, wie die schmecken. Wir werden jetzt erstmal wieder einen kurzen Hieb nehmen. Jo. Leitungswasser, damit wir einen neutralen Geschmack haben, wenn wir da rangehen. So, ansonsten reiße ich die Tüte auf. Diesmal stelle ich die Kamera nicht runter, weil mir das gerade wurscht ist. Wir reißen die auf, wir füllen die ein. Die sind auf jeden Fall grün. Das sieht schon mal gut aus. Die riechen irgendwie sehr nach Blumenerde und Zeug. Also das sind die Guacamole. Das war das Thumbnail, jetzt wollen wir die mal probieren mit Guacamole. Also schaut es euch an, das sind Guacamole Tagis, angeblich sehr beliebt auf Brot. Guacamole als Brotaufstrich finde ich eigentlich ganz in Ordnung, aber scharf finde ich es jetzt nicht. Probieren wir mal, wie das hier schmeckt. Was sind denn das für schwarze Dinger da drin? Mäusekot. Also hier merkt man, die Tüte war noch geschlossen. Ja. Die sind auf jeden Fall schön knusprig und werden dann lassen sich gut durchbeißen. Die wirken frisch, die wirken knackig. Das so zum Snacken für zwischendurch. Ist auf jeden Fall angenehm. Ich muss auch sagen, ich merke wirklich eine dezente Schärfe, die da ist. Das ist jetzt also nicht ohne. Die schmecken schon feurig. Das überrascht mich jetzt. Da hätte ich wirklich mit gar nichts gerechnet. Aber du merkst jetzt, wie sich was ausbreitet und direkt im Rachen anhält. Also das ist bis jetzt der Überraschungseffekt komplett. Aber ich muss sagen, es hat auch wirklich eine leichte Note von Guacamole drin. Also leicht. Ja, leicht. Komplett. Ich weiß gar nicht mehr, wie Guacamole schmeckt, aber Avocado. Es hat auf jeden Fall einen richtig penetranten Geschmack und ist scharf hinterher. Ich glaube, ja, wer Guacamole mag, wird hier auf seine Kosten kommen und die haben auf jeden Fall eine gute Schärfe dabei. Mir ist das vielleicht auf Dauer zu aufdringlich. Das ist ein Geschmack, den ich nicht ständig brauche. Aber so ein Tütchen ist ja nicht so viel drin. Mal ist probieren. Aber sehr lecker. Geht auf jeden Fall klar, aber werden jetzt nicht meine absoluten Lieblingstakis. So, nächstes Mal haben wir die Takis Crunchy Fajitas. Und eigentlich sind die alle hier nach Schärfe geordnet. Die müssten also immer schärfer werden. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Und führt's euch. Führt's euch. Ciao.